Die Sonne ist der wichtigste Stern unseres Planetensystems. Ihr haben wir unser Leben auf der Welt zu verdanken. Sie ist der hellste Himmelskörper am Firmament und befindet sich unglaubliche 147 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Doch bis heute umgeben die Sonne noch viele Geheimnisse, die Astronomen auf der ganzen Welt vor offenen Fragen stehen lassen. Immer wieder kommt es zu sensationellen Beobachtungen, für die die Wissenschaft noch keine eindeutigen Antworten finden konnte. Die NASA entdeckte in jüngster Zeit zahlreiche rätselhafte Phänomene auf der Sonne, die für viele Spekulationen und große Faszination sorgten. Die nächsten Geschichten garantieren beste Unterhaltung. Lasst uns die Erde verlassen, unsere einzige Heimat, um das geheimnisvolle Universum zu erkunden. Du möchtest uns begleiten? Dann zeige es uns gerne mit einem Daumen nach oben und abonniere Verborgenes Universum. Tornados auf der Sonne. Auf der Sonne ereignen sich die spektakulärsten Phänomene, von denen viele Menschen noch nie gehört haben. Für Astronomen und Forscher gilt der Stern als einer der außergewöhnlichsten Himmelskörper unserer Galaxie. Auf der Sonnenoberfläche kommt es immer wieder zu Tornados. Diese Stürme sind größer als die Erde und bewegen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu tausenden Kilometern pro Stunde. Die galaktischen Tornados sind ein ganz anderes Kaliber als die bekannten Wirbelstürme auf der Erde. Sie setzen sich aus heißen Gasen zusammen und wirbeln Plasma über die Oberfläche der Sonne. Im September 2011 wurde ein gigantischer Tornado auf der Sonnenoberfläche entdeckt. Mit bis zu 300.000 Kilometer pro Stunde raste der Sturm über den Stern hinweg und ließ dabei bis zu 2 Millionen Grad heißes Gas in die Sonnenatmosphäre aufsteigen. Nach 3 Stunden legte sich der Sturm. Diese unfassbare Beobachtung gehört zu den spannendsten Entdeckungen auf unserer Sonne. Ein Komet entkommt der Sonne. Die Wirkung der Sonne auf Kometen gehört zu den spannendsten Fragen in der Astronomie. Ab und an kommt es vor, dass sich Kometen der Sonne nähern. Meistens verdampfen die Himmelskörper noch bevor sie den Rand des Sterns erreicht haben. Die Energie der Sonne ist einfach so gewaltig, dass kaum ein Objekt in unmittelbarer Umgebung ihr trotzen kann. 2011 wurde in Australien ein periodischer Komet entdeckt, welcher der Sonne bedrohlich nahe kam. Er erhielt den Namen C2011W3 Lovejoy und befand sich in einer Umlaufbahn nur 140.000 Kilometer von der Sonne entfernt. Astronomen waren sich sicher, dass der Komet schon bald zerbrechen oder komplett verdunsten würde. Es kam zu einer unerwarteten Überraschung. Der Komet überstand die Annäherung und konnte der Sonne ohne Schäden entkommen. Diese außergewöhnliche Entdeckung war eine Sensation. Bis heute rätseln Wissenschaftler über das Zusammenspiel zwischen der Sonne und Kometen, die in ihre Umlaufbahn eindringen. Löcher auf der Sonne. Viele Menschen wissen nicht, dass auf der Sonnenoberfläche zahlreiche Löcher existieren, die eine Magnetfeldstörung verursachen. Es handelt sich um koronale Löcher, die sich auf der äußeren Atmosphärenschicht der Sonne befinden. Sie sind als dunkle Gebiete sichtbar und können nur durch Röntgenaufnahmen beobachtet werden. Forscher haben herausgefunden, dass durch die Lücken dieser Löcher geladene Teilchen in die äußere Atmosphäre der Sonne gelangen können. Die Materie wandert in den Weltraum und gelangt bis zur Erde. Hier verursacht sie eine Störung im Magnetfeld, die unter anderem die weltbekannten Polarlichter verursacht. Das größte koronale Loch wurde in der Nähe des Sonnenäquators entdeckt und befindet sich in einer günstigen Position zur Erde. Diese sonderbaren Löcher auf der Sonne sorgen weiterhin für viel Aufsehen und neue Erkenntnisse in der Astronomie. Eine magnetische Wiederverbindung auf der Sonne. Im Jahr 2012 kam es zu einer ungewöhnlichen Beobachtung. Die NASA entdeckte auf der Sonnenoberfläche eine Explosion, die neue Erkenntnisse über die oberen Schichten der Sonnenatmosphäre lieferte. Zum ersten Mal konnte eine erzwungene magnetische Wiederverbindung auf der Sonne beobachtet werden. Dieser ungewöhnliche Prozess wurde durch heißes Plasma verursacht, welches Magnetfelder erzeugt.
Das Drehen der Sonne bewirkt, dass diese Felder auseinanderbrechen und sich erneut verbinden. Bisher war nicht bekannt, dass dieses Phänomen unter erzwungenen Bedingungen vollzogen wird. Eine Eruption, die das Plasma und die Magnetfelder zusammendrückte, konnte als Ursache gefunden werden. Diese erzwungene Wiederverbindung sorgte für großes Staunen unter Astronomen. Endlich konnte mehr Wissen zu den oberen Schichten der Sonnenatmosphäre gefunden werden, denn lange Zeit wurde gerätselt, warum diese um einige Millionen Grad heißer sind als die unteren Schichten der Sonne. Ein ganzer Sonnenzyklus. Von 2010 bis 2013 wurde ein ganz besonderes Ereignis auf der Sonne verfolgt. Ein ganzer Sonnenfleckenzyklus konnte beobachtet werden. Unter diesem Prozess versteht man die Zeitschleife, in der die Sonne gar keine und am Ende sehr viele Flecken aufweist. Dieser Zyklus dauert im Durchschnitt bis zu 11 Jahre, kann aber in Ausnahmefällen auch bis zu 14 Jahre andauern. Am Anfang sind im Minimum gar keine Flecken vorhanden. Die Sonne ruht und leuchtet viel geringer. Wenn das Maximum erreicht ist, befinden sich hunderte Flecken auf dem Stern und er leuchtet viel heller, da mehr Aktivität vorhanden ist. Seit 1749 werden Sonnenzyklen beobachtet. Aktuell befindet sich unsere Sonne bereits im 24. Zyklus. Dieses faszinierende Ereignis ist bis heute ein noch weitgehend unerforschtes Teilgebiet in der Astronomie, welches immer wieder neue Erkenntnisse hervorbringt. Gigantische Wellen. Seit Februar 2010 forscht die NASA an einem besonderen Projekt. Es wurde eine Mission gestartet, die die dynamischen Vorgänge unserer Sonne näher erforschen soll. Der SDO-Satellit wurde mit einer Trägerrakete ins Weltraum gebracht und beobachtet seitdem die wichtigsten Sterne unseres Planetensystems. Dabei kam es zu erstaunlichen Entdeckungen. Eine große Welle wurde gesichtet, die sich über die Sonnenoberfläche bewegte. Die Welle bestand aus elektrisch geladenem Gas, welches als Plasma bezeichnet wird. Es konnten immer wieder gigantische Wellen registriert werden, die sich auf der Sonne bewegen. Nie zuvor war eine so präzise Sichtung dieser galaktischen Sensation gelungen. Die NASA rätselt bis heute, wie diese außergewöhnlichen Wellen entstehen. Es gibt die Theorie, dass Sonnenplasma, welches ausgestoßen wird, dafür verantwortlich sein könnte. Unsere Sonne birgt auch weiterhin die größten Rätsel für Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Sonneneruptionen. Immer wieder kommt es auf der Sonne zu Eruptionen, die eine erhöhte Strahlung in der Atmosphäre verursachen. Im Juli 2013 kam es zu einer massiven Sonneneruption. Dem SDO-Satelliten gelangen fantastische Aufnahmen. Noch nie war es gelungen, so tiefe Einblicke und Erkenntnisse von einer Sonneneruption zu gewinnen. Die Freude bei der NASA und bei Astronomen auf der ganzen Welt war groß. Bereits in den ersten 18 Monaten seiner Mission zur näheren Erforschung der Sonne konnte der Satellit gleich bis zu 200 Eruptionen auf der Sonne vermerken. Die Auswertungen ermöglichen Wissenschaftlern einen näheren Blick in die verschiedenen Phasen der Eruptionen und wie viel Energie dabei freigesetzt wird. Die bisher heftigste Sonneneruption ereignete sich 2011. Die Sonne stieß einen sehr großen Teilchensturm aus, der die Erde erreichte. Es kam vor allem in China zu Störungen der Radiofrequenzen. Die Sonne zeigt uns immer wieder, welchen großen Einfluss sie auf das Leben auf der Erde hat. Koronaler Massenauswurf. Unter einem koronalen Massenauswurf, auch CME genannt, wird eine Sonneneruption verstanden. Während dieses Prozesses kommt es zu einem Ausstoß von Plasma. Millionen Tonnen Plasmapartikel werden in den Weltraum gesendet. Die Sonnenaktivität spielt dabei eine große Rolle. Zu einem koronalen Massenauswurf kommt es im Sonnenfleckenmaximum viel häufiger als im Sonnenfleckenminimum. Bis zu 6 Mal pro Tag kann dieses Phänomen auftreten. Für die Erde bedeuten diese Auswürfe keine größeren Gefahren. Anders für Satelliten, die Schäden oder Störungen in der Übertragung abbekommen können. Im Sommer 2011 konnte zum ersten Mal eine Plasmawolke beobachtet werden, die die Erde erreichte. Die Stereo-A-Sonde zeichnete dieses beeindruckende Ereignis auf und bescherte der Astronomie einen weiteren Meilenstein. Es konnten viele neue Daten und Erkenntnisse gewonnen werden. Der Plasma der Sonne. Astronomen wissen erst seit wenigen Jahren, dass die Sonne ein viel komplexerer Stern ist als bisher angenommen.
Der SDO-Satellit hilft der Wissenschaft seit 2010, mehr Daten und Einblicke unseres wichtigsten Sterns zu erfassen. Insbesondere ist das Plasma der Sonne ein Teilgebiet, welches immer noch viele offene Fragen und Rätsel aufweist. Das Plasma ist ein leuchtendes und geladenes Gas. Im Inneren des Sterns kann es bis zu 15 Millionen Grad heiß sein. Wissenschaftler der Stanford-Universität beobachteten mit großem Interesse die Bewegungen der Plasmawellen, welche sich auf der Sonnenoberfläche ausbreiten. Es konnten neue Erkenntnisse über den Mechanismus gefunden werden, mit dem das Plasma auf der Sonne transportiert wird. Dieser Prozess wird auch als meridionale Zirkulation bezeichnet. Sie bewirkt außerdem, dass eine Sonnenhalbkugel zu bestimmten Zeiten mehr Sonnenflecken aufweist als die andere. Diese faszinierenden Entdeckungen der Sonne sorgen für viel Staunen und Begeisterung. Zwei koronale Massenausbrüche. Im Jahr 2012 ereignete sich eine kosmische Sensation, die selten und rätselhaft war. Es kam zugleich zwei Massenausbrüchen von Sonnenstürmen auf der Sonne, die die Erde zum Glück nicht trafen. Die beiden Sonden Stereo A und B, die auf beiden Seiten der Sonne platziert sind und diese untersuchen, registrierten die koronalen Auswürfe. Der Sonnenwind wuchs auf eine Rekordstärke an, da der Partikelstrom der Sonne stark geladen wurde. Die Stereo A-Sonde wurde direkt von den Stürmen getroffen und konnte unfassbare Werte ermitteln. Noch nie zuvor wurde ein so starkes Magnetfeld gemessen. Eine weitere Besonderheit war die Geschwindigkeit der Sonnenstürme. Mit bis zu 2000 km pro Sekunde waren die Stürme viermal so schnell als üblich. Es wird vermutet, dass beide Stürme im All zu einem einzigen Supersturm verschmolzen sind und diese unglaublichen Werte hervorriefen. Die Auswirkungen dieses Weltraumwetters gehören zu den spannendsten Gebieten der Astronomie. Dies waren 10 Geschichten über rätselhafte Entdeckungen, die die NASA auf der Sonne machte. Welche fandest du besonders spannend? Schreibe uns einen Kommentar und tausche dich mit anderen aus. Wir würden uns sehr über deine Meinung freuen.